Heute schauen wir uns gemeinsam die neue Citizen Pro Master Land Anna Digi oder Combination Watch an. Eine Uhrenkategorie, die ja in den 80er, 90er Jahren sehr populär war und teilweise immer ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkte. Und heute präsentiert Citizen eine Uhr, die stilistisch und technisch absolut up to date ist. Wir schauen sie uns genauer an. Die Bezeichnung der Uhr ist die JV 10707E, hier zum Verkaufspreis von 549 Euro. Es gibt auch andere Farbvarianten, also ist nicht nur die Farbe anders, das ist die 1005, 1006, hier die 1007 und 1008. Die anderen Modelle haben immer andere Bänder, entweder Metallband oder Textilband. Andere Farben von Gehäuse und Lünette, aber auch andere Oberflächen. Hier dieses Modell finde ich von den Kontrasten besonders schön. Also die sieht von allen für mich am tuligsten aus, auch wenn ich dieses Wort nicht so gerne benutze, mit dem Kontrast Schwarz zu dem matten Edelstahlgehäuse, der mattierten dunkelgrauen Lünette. Und die Oberfläche ist das Erste, was für mich so eine Toolwatch ausmacht. Die ist also nicht geschliffen oder gebürstet oder gar poliert, sondern die ist sandgestrahlt oder kugelgestrahlt und hat diese matte Oberfläche, die ultra robust ist. Die wird ja über Jahrzehnte quasi keine Tragespuren bekommen können. Und das ist eben ja so ein richtig tooliger Look. Anna Digi heißt, oder Combination Watch, wir haben ja die Kombination von analogen Zeigern und einer digitalen Anzeige. Wobei es ja ein Display ist, keine Digitalanzeige, je nachdem, wie man die Kategorie hier setzt. Die Digitalanzeige ist ein Element, was diese Uhr von anderen Anna Digis abhebt. Eine der beliebtesten Anna Digis aktuell sind die Uhren der G-Shock 2100er Reihe. Hier ein bisschen exotischeres Modell, aber ihr kennt diese Uhr wahrscheinlich. Aber ihr seht direkt bei dem guten Licht, das ich hier habe, der Unterschied in der Ablesbarkeit. Hier diese Casio hat also ein Flüssigkeitsdisplay von der normalen Machart. Das gibt es auch mit einer Punktdarstellung wie hier bei der Gulf Master. Aber die Ablesbarkeit ist da gleich wie bei der 2100er. Man braucht schon das richtige Licht. Hier haben wir ein sogenanntes MIP-Display. Memory in Pixel. Und bei diesen MIP-Displays ist es so, dass wir einen ganz, ganz scharfen Kontrast haben, einen ultra geringen Stromverbrauch, weswegen sich diese Display-Kategorie auch besonders dafür eignet, in eine Solaruhr reinzupacken. Diese Displays werden auch bei Smartwatches oder so GPS-Uhren benutzt, um eine lange Akkulaufzeit zu ermöglichen. Aber hier bei dieser Uhr haben wir 360 Tage Gangreserve in der Solaruhr. Also dieses Display verbraucht im Prinzip immer nur Strom, wenn sich auf dem Display etwas wechselt. Und ihr kennt auch die Krux mit den invertierten Displays bei Digitaluhren. Da wirft der Flüssigkristall oft einen Schatten auf die helle Fläche und ist wirklich schlecht ablesbar. Ihr seht, das haben wir hier gar nicht. Gehen wir noch zu den anderen Eigenschaften durch. Wir haben hier eine Uhr mit 43 mm Gehäusedurchmesser ohne Kronen. Wir haben ein sehr, sehr robustes Urethanband. Hier finde ich super cool mit ProMaster-Prägung. Zwei flexible Keeper, eine massive Hardware. Der Gehäuseboden ist geschraubt und hier bei dieser Uhr nicht besonders verziert. Ich sagte schon, wir haben ein Edelstahlgehäuse mit Beschichtung und gestrahlter Oberfläche. Die Uhr besitzt ein entspiegeltes Saphirglas, also erstens ultra robust, zweitens ja, eine sehr hochwertige Erscheinung mit wenig Spiegelungen. Das Ziffernblatt sitzt über der Solarzelle und ist eher einfacher gemacht. Also wir haben hier keine Vertiefungen, verzierende Metallelemente. Hätte Citizen machen können, aber das ist für mich auch ein Teil der tollen Erscheinung der Uhr, dass das zurückgenommen ist. Einfach technisch, als sei das ja eine Anzeige in einem technischen Gerät. Wir haben hier großflächig
Ziffern 3, 6 und 9, die genauso wie die Indizes und Marker mit Leuchtmasse versehen sind. Wir haben eine innenliegende drehbare Kompasslünette, eher ein stilistisches Merkmal als wirklich richtig zu nutzen. Die Zeiger hier sind weniger eine klassische Chronographenanzeige, auch wenn das die Optik ein bisschen zeigen möchte. Die rechte Anzeige ist die Anzeige der aktuellen Funktion. Die linke zeigt gerade, dass der Akku vollgeladen ist. Und wenn ich den Chrono laufen lasse, laufen hier links die Stunden ab. Die Drücker hier sind alle nicht geschraubt, auch wenn das hier so aussieht mit diesen Einfasseln und Ränderungen. Auf dieser Seite geschliffen, auf dieser Seite mit dem ProMaster-Logo versehen. Also, selbst wenn diese Uhr technisch nicht mehr könnte, wäre die für mich schon ein absoluter Hit, weil die einfach Toolwatch schreit. Sie hat nicht mehr diese modischen Display, ist nicht zu verspielt, sondern wirkt einfach klar, gerade ein richtiges Tool. Also einfach ein tolles Schmuckstück fürs Handgelenk. Wir gehen aber mal gerade die Funktionen durch und die Funktionsweise dieses Displays, weil das kann sich nicht auslassen. Die obere Taste wechselt durch die jeweilige Möglichkeiten der Anzeige. Wir haben den 21.09., also wir sind in der Kalenderfunktion hier oben. Hier wird der Samstag eingeblendet. Hier die Uhrzeit mit Datum und rechts steht Samstag. Hier nochmal die Heimatzeitzone Berlin dazu und hier steht, dass wir gerade in der Daylight Saving Time, also in der Sommerzeit sind. Und da sind wir wieder zurück. Wenn man hier drauf drückt, in der Home-Einstellung, geht eine Hinterleuchtung des Displays an, dass man hier bei diesem Licht nichts sieht. Wenn man hier auf diesen rechten Knopf drückt, den kann man auch nur drücken, denn die Drehung macht hier erstmal nichts, dann inventiert das Display und zeigt, wir sind im Einstellungsmodus. Hier gehen wir durch die verschiedenen Möglichkeiten. Also wir haben Datum, Einstellungen, Weltzeitfunktion, Timer, Chronograph und diese Weltzeitfunktion. Also wenn wir diese Weltzeit haben und drücken hier nochmal drauf, sieht es immer so aus. Moment, das ist keine Weltzeit, das ist Alarm. Wir können den Alarm in verschiedene Zeitzonen stellen. Hier den Timer, den wir als Basis haben können. Hier den Chronographen. Das heißt, hier starte ich den Chronograph und ihr seht auch, der Sekundenzeiger läuft hier mit. Der Stundenzeiger für den Chrono ist hier auch auf 0. Wir können hier in diesen Einstellungen stoppen und weiterlaufen lassen. Na? Oder eine Zwischenzeit nehmen, die wird hier oben dann notiert. Auch eine zweite Zwischenzeit wird notiert. Dann können wir stoppen für die Gesamtzeit. Und wieder zurückstellen. Gehen wir von dem Chrono-Modus auf den Worldtime-Modus. Da kann man auch verschiedene Anzeigen durchrotieren. Ich habe als zweite Zeitzone jetzt gerade Tokio gewählt. Da sind wir wieder bei Kalender. Hier wären wir bei Einstellungen. Wenn ich hier die Einstellungen anwähle, dann fahren die Zeiger aus dem Bild, dass ich in Ruhe verschiedene Dinge einstellen kann. Ich kann mir das Light Level anzeigen, also anzeigen lassen, wie viel Licht gerade auf die Uhr kommt, meine Heimatzeit und einstellen, die Weltzeit einstellen, also welche zweite Zeitzone ich habe. Den Chrono kann ich mir einzeigen lassen, ob ich Runden oder Zwischenzeit haben möchte. Den Timer kann ich einstellen, jetzt ist er auf 3 Minuten. Die Alarm, ich kann die Zeigerposition korrigieren, noch eine Chrono-Anzeige. Die Tagessprache kann ich ändern, kann ich jetzt mal auswählen. Ich gehe von Englisch auf Japanisch und gehe hier, Moment, ich muss wieder auf zurück.
Und sehe hier unten, statt Montag ist das japanische, statt Samstag ist das japanische Schriftzeichen für Samstags drin. Auch ganz cool. Das lasse ich dem Toni auch eingestellt. Toni Aktan ist derjenige, der mir die Uhr geliehen hat. Und zwar ist er Mitglied unserer Gruppe Japanische Armbanduhren auf Facebook und ist auch Uhrenhändler. Er hat in Lüneburg Rubingold und ja, das ist ein stationärer ja, Juwelier und Uhrenhändler, hat eine Filiale auch noch in Hamburg und ihr könnt ihn gern besuchen, ihr könnt ihn aber auch zum Beispiel in unserer Gruppe anschreiben. Er macht sehr, sehr gute Angebote und er bekommt die Uhr auch nach meinem Review wieder zurück. In diesem Fall ist das seine private Uhr. Der Titel ist ja Die Wahl des Profis, da meine ich den Toni, meine aber auch allgemein ja, den professionellen Einsatz von solchen Uhren. Die ist einfach so gut gemacht, die ist nicht kitschig, die ist klar, die ist technisch auf der Höhe der Zeit und der Toni behält die als seine private Uhr. Aber er hat noch mehrere. Wenn ihr daran interessiert seid oder an anderen Citizen Casio Seiko, schreibt mal gern den Toni an. Ne, Toni. Der Toni hat mir auch so eine schöne Mappe hier gelassen, die ein bisschen die Uhren präsentieren lassen. Ich ziehe die Uhr jetzt mal ans Handgelenk und dann schauen wir uns an, wie die bei mir wirkt. Ich habe die Uhr jetzt an meinem 18,5 cm Handgelenk. Ich schwenke mal hier ein bisschen rum. Ihr seht die verschiedenen Grautöne, das starke Display, die Größe genau richtig, also ist schon eine tullige Uhr, ohne dass die übermäßig peinlich groß wäre. Sitzt also, ja, ich will sie eigentlich nicht mehr ausziehen. Ich muss sie dem Toni zurückschicken, aber würde sagen, mit der ja, liebäugle ich tatsächlich auch, weil die wirklich, ja, richtig cool ist. Richtig cool finde ich natürlich auch, wenn ihr den Kanal hier abonniert oder zumindest ein Like da lasst, wenn euch diese Uhren gefallen oder auch meine Reviews gefallen. Setzt ein Like, aktiviert die Glocke, das wäre riesig und dann seid auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei.